Zwei Verletzte und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen zwischen Dautenbach und Dreistiefenbach ereignet hat. Eine 19-jährige Fahranfängerin fuhr auf der K5 von Weidenau in Fahrtrichtung Dreistiefenbach. Auf einer Talbrücke hatte die Wilnsdorferin auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war ins Schleudern geraten. Der Kleinwagen rutschte über die Fahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden LKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der jungen Frau hochgeschleudert, drehte sich um die eigene Achse und blieb in der Böschung liegen. Der 43-jährige LKW-Fahrer und die 19-jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Feuerwehr Dreistiefenbach wurde zum Unfallort gerufen, um das Fahrzeug mit Seilwinden vor einem weiteren Absturz zu sichern.